So, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Niflheim. Ja, in der letzten Folge, ich war noch ein bisschen zwischen den Folgen hier minern und ja, habe ein bisschen jetzt gerade was in den Barren gegossen. Ja, da haben wir doch einen recht netten Vorrat mittlerweile. Und mit dem ganzen Zeug. Stopp, so. Ah, Bahn ist 50 hier Ende. Alles klar, das ist gut zu wissen. Geht es hier genau auf? Ja, scheint so. Gut, ich wollte nämlich letzte Folge, beziehungsweise diese Folge möchte ich gerne noch ein wenig, ja, unsere Bude aufstufen. Und dazu brauchen wir erstmal einen ganzen Haufen Stein. Titan ist jetzt mal mit drin, Seile schmeiße ich mal mit rein, ein bisschen Holz, ein bisschen Ton, Bretter. Ich habe keine Ahnung, ob wir Bretter brauchen, aber ich vermute mal fast. Ja, naja, dann lassen wir den Großen da. Da haben wir den noch hier. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir hier an der Bude noch so aufstufen können. Ich hätte dann doch ganz gern die Bogenmauer und das ganze Zeug auch aus, ja, aus Stein. So, da fehlen uns Bretter. Alles klar, 11 Bretter haben wir zu wenig. Das heißt, ich sterrans mal schnell zum Carpenter rüber und mach mal ein bisschen, ja, noch einen Schwung Bretter. So, haben wir gleich hier. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit unserem Silber kommen, weil jegliche Aufstufungen hier drin brauchen mittlerweile auch Silber und das nicht wenig. Wir könnten theoretisch jetzt hier drin viermal irgendwas aufstufen, beziehungsweise vier verschiedene Sachen aufstufen. Und ja, ich hätte aber ganz gern trotzdem die Außenwände oder die Außenanlagen etwas mehr stabiler. Und ich bin auch gespannt, wie es ausschaut, weil momentan macht er diese Steinhütte jetzt nicht allzu viel her, was die Optik angeht. Aber ich vermute mal, das ist ähnlich wie bei den anderen, dass einfach mit Stufe 2 oder sogar Stufe 3 dann entsprechend das Ganze brutaler aussieht oder sowas. Mit Spikes und Stacheldraht und Selbstschussanlagen und was man halt so braucht als Nordmann. Satzlängere Beine wäre auch nicht verkehrt, aber gut, das können wir uns nicht aussuchen. Derzeit können wir uns ja nicht beschweren, der ist ja fix unterwegs mit den ganzen Tränken. Ja, und dann möchte ich ganz gern hier einen Schwung Felle reinwerfen ins Gepäck und nochmal runterschauen zu diesen dunklen und düsteren Priestern und was wir hier nicht alles haben. Weil wir haben ja letzte Folge noch einen, ja, zweiten Priester gefunden, der auch ein paar Quests auf Lager hat. Schauen wir mal, wie weit das Ganze hier noch getrieben wird, weil die Belohnungen bisher waren ja sehr, ja, belassen wir es mal bei, Weil gegen Hasenfeld dann einen Gürtel zu bekommen, ist dann vielleicht auch nicht gerade so der schlechteste Tausch. So, was haben wir hier in Bretter? 39, ja, da lassen wir noch einmal durchlaufen, dann haben wir 40. Wobei, wir haben jetzt noch genau 18 Stämme einstecken. Holz ist noch, ich glaube, 200er Stack in der Kiste, dann machen wir jetzt die Bretter hier noch komplett, dann haben wir wieder einen Inventarplatz frei. So. Das waren schon wieder die letzten und dann geht's schon vor die Tür. Ein Schlauder, tolle Sachen. Das Zeug kann man in der Stadt bei Gelegenheit mal verkaufen. Aber bevor ich das nächste Mal in die Stadt gehe, mache ich mir, glaube ich, noch einen Schwung Bögen. So, was geht jetzt hier? Einen steinernen Aussichtsturm. Ja bitte, den hätte ich ganz gern. Behindert. Das sieht ja gar nicht gut aus. Aber okay, das haben wir uns ja schon fast gedacht. Was gibt es hier noch dazu? Die steinerne Burgmauer, okay. Und dann dürfte es auch schon weiter mit Titan gehen. Titan haben wir ja wirklich en masse. Also, Silber ist in meinen Augen bisher das seltenste Material hier. Gold haben wir auch deutlich mehr, aber gut, da haben wir jetzt auch noch nicht so viel in die Werkstätten reingebuddert. Großen steinernen Aussichtsturm, ja bitte. Ja, und ich vermute fast, dass wir uns noch einen Schwung Bretter sägen müssen. Oh ja, jetzt sind wir mal in Stufe 8, das lässt sich sehen. Was bräuchten wir hier? Oh, da bräuchten wir Goldbahn und Bretter und, ja, steinerne Zitadelle, die nehme ich auch noch mit. Ja, dann wird das hier wieder richtig Ausbau-Action-Folge. Ja. Ja. Doch.
Okay, gut. Da bräuchten wir 10 Bretter. Hier bräuchten wir auch 10 Bretter. Und oh! Ich habe nichts gesagt. Baustein wird langsam knapp. Okay, 10, 20, 30, 40 Bretter, denke ich, brauchen wir hier noch. Ja, dann wird es jetzt vielleicht doch ein bisschen eine brettlastige Folge. Viel vor der Sägemühle. Und dann ist es nämlich auch gar nicht mehr so viel, was wir jetzt hier noch über haben. Ist noch Gold? Ne, ist auch nichts mehr da. Titan haben wir noch ein bisschen. Ja, jetzt werden wir angegriffen. Ja, das machen wir jetzt hier noch weg. Hier, schnell. Nicht, dass uns jetzt die Bude zerkloppen und wir wieder Silber oder was einsetzen müssen. Wobei das momentane Reparaturmaterial sollte dann Titan sein. Naja, gut. Das hat er jetzt nicht mal... Waren das jetzt überhaupt 6 Skelette? Ich glaube nicht. Aber gut, weiter wieder vor die Sägemühle, wieder ein bisschen was sägen. Ich finde es schick, dass man hier so viele verschiedene Aufstufungen machen kann. So, Bretter bitte. 200 Baumstämme haben wir und mittlerweile an Holz zu kommen ist ja auch kein Thema mehr. Wir haben eine schöne Axt. Und wir haben schön viel Bäume. Bison sind kein Thema mehr, da können wir auch gepflegt mal hier einen Spaziergang in andere Länder reinmachen. Und was habe ich jetzt gesagt? 40 Stück nehme ich mir mal mit. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber bevor ich jetzt hier wieder einen Cut mache, dann geht euch noch einen Kaffee holen oder was. Oder schön was zu trinken. Oder geht einmal hier aufs Klo. Jetzt ist momentan Zeit. Ich säge jetzt hier noch ein paar Bretter und dann geht's auch schön gemacht weiter. So. 10 mal Sägen sind, 30 Bretter. Na, die haben wir jetzt noch nicht. Lass mal noch ein paar durchlaufen. So, schauen wir mal, wie spät ist denn in Real Life. Oh ja. Ein bisschen habe ich noch. Ich habe heute einen Zahnarzttermin am späten Abend noch hier, so komplette Zahnreinigung oder wie sich das schimpft. Da freue ich mich auf der einen Seite drauf, auf dieses Gefühl danach, aber dieses Reinigen an sich ist doch immer irgendwie, finde ich, etwas unangenehm. Aber gut ist, wenn ich überstanden habe, dann habe ich wieder hier gefühlt neue Zähne und haben jetzt genug Zeit palabert. 44 Stück. Naja, zweimal lassen wir jetzt hier noch ein bisschen Bretter durchlaufen. Und mich würde auch interessieren, wie weit wir diese Burg oder Zitadelle aufstufen können. Ob es jetzt das dann war mit dem höchsten der Gefühle. Gold ist das ja, wertvollste Material. So, 50 Bretter haben wir. 200 Steine sind auch in, oder über 200 Steine sind im Gepäck. Titan, Silber. 10 Silberbahnen, wenn überbleiben, wäre natürlich super, weil das können wir dann für die Werkstätten verwenden. Ihr wollt mich doch verscheißern wegen dem kleinen Kratzer hier. Das sieht man doch nicht mal was. Armleuchte, ey. So. 5x Titan, 10 Bretter. Ja doch, die Mauer, die kann man lassen. Und Zimmermann, das geht ja hier echt richtig, richtig fix. So, 15 Gold, wenn wir alles machen würden. Das, denke ich, kriegt man hin. Ja, dann gibt es jetzt eine Aussichtsturmaufstufung. Hoffentlich bitte, bitte optisch. Ja, okay. Kann man optisch lassen. Dann eine steinerne Hochburg. Die schaut optisch hoffentlich auch ein bisschen besser aus. Wahrscheinlich hier blub, blub. Ah ja, ein bisschen. Ja, damit hätten wir hier Zimmermann Stufe 10 auch erreicht. Wir sind Zimmermann oben, wir sind Koch oben und wir sind Farmer oben. Krieger, ja, ich denke, das wird demnächst noch kommen. Und eine sagenhafte steinerne Burgmauer, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Dann gibt es hier hinten auch noch schöne Türme. Yeah! Ja, und das war's jetzt. Also, ja. Wir haben hier unsere Bude komplett aufgestuft. Hier geht nichts mehr, da geht nichts mehr. Geht hier noch irgendwas? Vermute ich auch nicht. Nö, aber voll sind sie. Die nehmen wir natürlich dann auch mit. Mensch, was habe ich denn heute mit dem Wort natürlich? Natürlich, natürlich.
Ja, und Kürbisse. So, gut, dann. Ja, schon fast ein wenig schade, dass es jetzt hier draußen zu Ende ist. Aber gut, wenn wir jetzt hier schon mal Ausbaufolge XXL machen, dann schauen wir doch gleich mal, was können wir hier innen noch alles Schönes anstellen. Und da würde ich sagen, vergehen wir uns als allererstes eigentlich an der Kochstation, ne? Ja, schau mal, was die Kochstation noch hergibt. Verbesserung der Fruchtpresse. Oh ja, das haben wir alles hier einstecken. Dann gibt es eine Verbesserung der Fruchtpresse. Na, blub, alles klar, dann ist das also die Fruchtpresse. Dann, oh Mann, ich dachte, das ist ein Kühlschrank. Okay, Verbesserung den für den Ofen. Kostet wieder ein paar Bretter und Titanbahn, aber das hätten wir ja soweit. Was gibt's hier denn Neues? So. Ich glaube, hier geht's weiter. Das hat man, das gebackene Hähnchen. Ja, mit dem Holzpilz, den wir nicht haben. Spanferkel. Yum, yum, yum. Kürbissuppe ist auch lecker. Zumindest, wenn sie von den Personen gemacht wird, die es können. Erbsensuppe. Ja. Ganz so wie es aussieht, 1, 2, 3 und 1, 2, 3 hat die Küche auch nur noch zwei Aufstufungen. Und was, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Für diese blöde Erbsensuppe brauchen wir Hausmacherwurst. Ja, erinnert mich an früher, wenn hier noch Wienerle oder was da waren und irgendwie so Gemüse-Eintopf gab. Da waren wir als Kinder immer nicht so der Fan davon. Da hat die Mutti einfach immer ein paar Würstchen noch mit reingeschnippelt und schon war aus dieser ekelhaften Gemüsebrühe-Geschmarri hier wieder lecker, lecker Fleisch mit drin. Ich bin ja absoluter Fleischfresser, also ich könnte hier Fleisch mit Beilage Fleisch essen. Aber ab und zu mal Gemüse, das sollte ja natürlich für den Vitaminhaushalt auf jeden Fall gewährleistet sein. Aber da gibt es ja diverse Varianten, wie man das darunter machen kann. So. Für mich gibt es jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar Bretter. Ja. Ja, und da bin ich mal gespannt. Ich denke, wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Endgame des Spiels. Zumindest was jetzt die Ausbaustufen hier angeht. So. Naja, lass mal noch zwei Bretter mit durchlaufen. Einmal und zweimal. Dann schauen wir jetzt erstmal, dass wir die Küche hier auf Vordermann bringen und das restliche Zeug, ja, das wird dann nach und nach noch folgen. Was ich mich frage ist, woher kriegen wir so Sachen wie Smaragdschädel und ähnliches her? Das brauchen wir ja für teilweise Rezepte. Also halt für irgendwelche Gegenstände. So. Dann verbessern wir jetzt nochmal den Ofen und dann vermutlich, wenn wir dann Gold brauchen, noch einmal so einen Schwung mit Stein und Brett. Oh ja, war eine kleine Verbesserung, aber es war eine Verbesserung. Ja, 10 Steinkohle und 5 Goldbahnen. Damit hätten wir hier den Goldmangel. Aber okay, die Kohle hole ich mir jetzt noch schnell. Gold dürften wir eigentlich nichts mehr auf Lager haben. Ne, nichts mehr da. Dafür umso mehr Kohle. So. Und dann hoffe ich, dass wir uns noch irgendwas kochen können. Das irgendwie. Ja, schauen wir jetzt einfach mal. Was verbessern wir jetzt eigentlich? Ich habe jetzt wieder nicht nachgelesen. Ja, vermutlich die Fruchtpresse. So, Freunde, und damit hätten wir die Küche komplett aufgestuft. Tutti Kompletti, was gibt's hier noch Leckeres? Die Pilzsuppe. Ja, das geht ja eigentlich. Karotten können wir anbauen. Fichtenpilze haben wir mal einen Schwung gekauft. Und geräuchertes Geflügel kriegen wir auch relativ schnell. Ja, Luft holen. Gut, Kohlkopf können wir machen. Geflügelfleisch und rote Rübe. Das können wir auch beides anpflanzen. Ich habe 400 LP, das ist gut. Fleischpastete, das ist doch schon mal besser als das andere Zeug.
Das braucht ein Brot. Saftiges Steak, ja. Da kommen wir der Sache doch näher. Dann Bärenschinken. Ah, und der nächste Angriff. Was braucht der? Bisonfleisch, Met und Steinsalz, ja. Ja, gut. Dann hier Teleport, ne, dass wir jetzt hier Gold löhnen müssen für so einen Kratzer wieder. Oh, Wind! Was ich jetzt auch gut finde, ist, dass die Skelette hier nicht mehr reinkommen. Man kann es jetzt zwar nicht mehr einzeln pullen, aber dafür kommen sie ja auch hier nicht mehr rein. So, und gut. Unsere Steinhochburg. So. Naja, ein Ei ist ein Ei. Dasselbe wird mit dem Kürbis da drüben der Fall sein. Jo. Ja, dann gehen wir wieder runter. Küche. Hat man jetzt schon. Doch, die Küche ist komplett aufgestuft. Ja, als nächstes würde ich sagen, entweder der Carpenter oder die Schmiede. Ah, Flasche reines Öl und die letzten 5 Silberbarren. Hm. Der Carpenter hat mir bis jetzt allgemein immer besser gefallen als die andere Geschichte. Goldbahn Schießpulver. Ah, das wird noch genau rausgehen. Ist das ein Zeichen oder ist das kein Zeichen? Okay, ich mache jetzt mal 3-mal Schießpulver und 3 Flaschen des reinen Öls. Im selben Zug können wir den Schrott hier mal hinten abliefern. Ja, und dann haben wir weder Silber noch Gold. Ja, und dann wird es wahrscheinlich die Folge jetzt nichts mehr, dass wir diese... Also die Quests können wir sicherlich noch abschließen, was die Fälle angeht. Quatsch. Was würdest du brauchen hier? Silber, oder? Nee, Eisen und Silber. Und 3 Smaragde. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja. Dadurch, dass wir eh das Zeug derzeit nicht allzu viel nutzen. Jetzt schauen wir mal. Ich brauche... 2-mal Hasen. 2-mal Hasenfell und 1-mal Wildschwein war es, glaube ich. Und, ja. Wildschweinfell. Und dafür bekommen wir so ein... Oh ja, so schlecht ist der gar nicht, alles klar. Hier 2-mal Hasenpfeil und 15 scharfe Pfeile. Die können wir eigentlich gleich so, wie sie sind, in die Tonne kloppen, weil, ja. Benutzen wir sie mal. Die können wir, ja. Das können wir verkaufen, die können wir eigentlich, komm, wegschmeißen, die können wir lassen. Das ist jetzt auch voll, da könnten wir eigentlich wieder Möhrchen reinschmeißen, die können wir zumindest besser stacken. Und die Eier kommen auch noch hier rein, 3 Eier über. Alles was über ist, kommt in die Überkiste hier, so, ein bisschen Salz noch. Ja, und Met können wir ja auch ein bisschen was herstellen. So, was haben wir hier jetzt noch Feines? Jo. Essen haben wir ja, wie gesagt, noch ein bisschen was. Und, ja. Kohlsamen, Karottensamen. Rote Rübesamen. Machen wir uns mal ein paar rote Rüben. Dann nehmen wir mal hier ein paar mit. Und. Ich wollte dieses reine Öl machen. Dazu brauche ich 3 von denen. Dann einen Schwung von denen und einen Schwung von denen. Ja, kommen jetzt alle mal mit. Ah ja, und Schießpulver. Was hat ein Schießpulver gebraucht? Diese Kokosko. Ah, die sind wieder ganz vorne. Stopp. Und Salz hat es auch gebraucht, oder? Hat es Salz gebraucht? Ich nehme mal Salz mit. Da müssten wir uns auch mal wieder einen Schwung in der Stadt kaufen, wenn wir schon dabei sind. Ja. Dann lasse ich jetzt hier mal 3 Flaschen reinen Öls durchlaufen. So. 1. Aber die Geräusche, die sind immer niedlich gemacht hier. Jetzt wird man Bier einschenken. In dem Fall halt Öl. Reines Öl. So. Die machen wir jetzt noch kurz zum Abschluss. Auch wenn die Folge jetzt ein paar Minütchen länger geht, möchte ich auf jeden Fall noch das Schmiede-Upgrade machen. Dazu brauchen wir aber jetzt, wie gesagt, noch 3-mal von diesen Spinnenkokors. Aber die liegen hier vorne ja gleich ums Eck.
So. Nein. Ach, dann waren die da drin. Ja. So. Drei bitte mit. Ich hoffe, die brauchen jetzt wirklich nur drei, nicht, dass wir jetzt hier fünf brauchen. Und das reine Öl, das haben wir ja gar nicht für die Schmiede gebraucht, sondern für... Boah. Für was haben wir jetzt die gebraucht? War das der Carpenter oder war das das hier? Nee, weder noch. Egal. Schießpulver. Dreimal bitte. Und dann geht's straight zur Schmiede, weil dann kann ich mir... Im Endeffekt kann ich dann zwischen den Folgen ausmüllen gehen, wenn ich es nicht vergesse. So, dreimal Schießpulver, das haben wir jetzt auch. Und dann richtig krasser Sprint zur Schmiede hier. Die Beine überschlagen sich so schnell, dass man überhaupt nicht mehr sieht, dass ich welche habe. Na, ja, wenn der Rock noch ein bisschen länger wäre, dann würde man es eh nicht sehen. Aber so ein grüner... Was ist das? Wimpel? Wimpel? Wie schimpft sich denn das? Wimpel? Fahne? So ein grüner Stofffetzen halt. Der kommt ganz gut hier. So, dafür haben wir Öl gebraucht, oder? Ja, okay. Ich könnte jetzt... Nee, ich mache die Schmiede. Das habe ich gerade schon gesagt. Dann schauen wir mal, was hier aus der Schmiede noch so Nettes rauskommt. Vielleicht schalten sich ja, wenn man hier unten alles freigeschalten hat, neue Ausbaustufen frei. Ich glaube zwar nicht. Aber ein mechanischer Blasebalg, den hätte ich ganz gern. Und wer weiß. Vielleicht gibt es jetzt dann noch ein Upgrade. Yeah, Schmiedstufe 8 und Schießpulver, Goldbahn. Ja, das können wir uns leider nicht mehr leisten. Aber gut, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Niflheim. Und ja, ganz kurz noch, was können wir hier? Silbernes Schwert, Gladiatorenarmbänder, dann, ach so, das hatten wir schon. Silberne Kürasse, Kupferschild war das, was so gut ausschaut, ne? Dann Schwert des finsteren Geistes. Das könnte man es theoretisch auch schon herstellen. Oh, Schwertverschlinger der Finsternis. Das klingt schon mal besser. Aber da brauchen wir diese Hexenschädel dafür. Und ich habe keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Titanharnisch. Ja. Auge des Dämons. Henkersarmbänder. Mensch, das konnte man doch gerade schon alles machen. Ich bin... Ah ja, hier mit den komischen Knarren. Hier geht's weiter. Der Chaosmörser. Ja, Schrapnell. Was? Woher kriegen wir Schrapnelle? Sagenhafte Armbänder, die haben wir, glaube ich, an. Imperialer Schulterschutz, das braucht ja alles Gold. Totenmaske, der schaut gut aus. Da, Schrapnell, faules Eischießpulver, Titanbahn. Hexenschädel. Ah, uns erwarten auf jeden Fall hier noch ein paar Armbänder. So, das war jetzt die Ausbau Mega XXL Ultra Folge und ja, macht's gut und ade.